Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLIFE Universe Video. Heute zeige ich euch meinen perfekten Start in FLIFE aus der Sicht 8 Monate später nach Serverstart. Was würde ich alles anders machen, als ich es gemacht habe? Und wie würde ich es empfehlen, wenn ihr Erfahrung im Spiel habt, heute mit FLIFE Universe zu starten? Vornherein möchte ich schon mal sagen, mein persönlicher Start ist garantiert nicht für jeden geeignet, das möchte ich hier stark betonen, bevor Kommentare kommen wie, oh, so will doch keiner spielen oder sonst was. So würde ich anfangen und ich weiß, so würden die wenigsten Leute freiwillig spielen. Und ich will auch hier wirklich einen dicken Disclaimer, also eine wirklich ausdrückliche Warnung aussprechen. Wer sich für diesen Weg entscheidet, wird sich des Öfteren fragen, ob sich das wirklich lohnt und ob das wirklich der richtige Weg ist. Ich kann euch sagen, aus meiner persönlichen Perspektive, meine persönliche Meinung ist, es war der richtige Weg, für mich zumindest, aber es muss jeder für sich selbst entscheiden. Könnt ihr euch ja mal anhören und am Ende eure eigene Entscheidung treffen. Also ihr seht schon, hier stehen sehr viele Charakter, die in meiner Party sind. Das sind insgesamt 8 Charakter, um genau zu sein. Mein perfekter Start sieht so aus. Ich mache mir einen Charakter als Main Charakter. Am Anfang sind natürlich alle Level 1, das ist klar. Und ziehe alle 7 anderen Klassen als Leecher hinterher. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Ich nehme quasi den einen Charakter als Main, bei Vagrant ist vollkommen egal, welcher das ist. Erst ab Level 15, beziehungsweise vor allem ab Level 60 ist dann wichtig, welcher der Main-Charakter ist. Aber ja, bis Level 15 level ich die alle hoch und dann wähle ich quasi eine Klasse, die zum Leveler ernannt wird und die anderen sind dann quasi nur noch Leecher für den Rest ihres Lebens erstmal. Für eine ganz, ganz lange Zeit ihres Charakterlebens sind sie dann quasi nur Leecher und nur ein Charakter wird quasi zum Leveler auserkoren. Und in meinem Fall, ich würde mich persönlich für einen Mage entscheiden. Mage ist im Low Level sehr angenehm zu spielen, macht einen guten Damage, hat einen Vorteil durch Range und muss nicht ganz so viel laufen wie andere Charakter, also hat nicht so einen hohen Speedverlust. Außerdem ist im Low Level, vor allem bei 1v1-Klassen, die müssen erstmal ihre Skills freischalten, strugglen extrem mit Angriffstempo und Critrate und Hitrate. Mage hat lediglich das einzige Problem, dass er keine hohe Magiebeschleunigung hat. Alles andere braucht er nicht. Er hat wirklich nur Magiebeschleunigung und Geschwindigkeit, Laufspeed, als einzige Werte, die ihn wirklich stark beeinflussen am Anfang. Deswegen eine super gute Early-Game-Klasse. Ich will nicht sagen, dass die anderen Assist und Merc zum Beispiel vielleicht da nicht sogar ein kleines bisschen besser sind, sobald sie AOEen können, aber ist auch mit höheren Kosten verbunden, muss man da dazu sagen. Also ich finde Mage persönlich als gute Startklasse nice. Und wie genau das dann aussieht, ist quasi folgendermaßen. Also anfänglich habe ich es so gemacht, ich habe natürlich einfach 2 Charakter gehabt. Gut, beim Serverstart gab es noch nicht wirklich viele Partys, aber ich habe einfach 2 Charakter gehabt und sie beide auf Level 15 gelevelt. Jetzt würde ich es tatsächlich so machen, ich würde vorzugsweise die Party tatsächlich entgegen dem, was jetzt viele wahrscheinlich denken oder erwarten, nicht auf Level stellen tatsächlich. Ich würde, und das gilt für Level 15 oder bis Level 15 und eigentlich danach immer, die Party immer auf Schaden stellen und nur dann, wenn die Leecher 19 Level unter mir sind, erst dann die Party auf Level umschalten, damit ich den Leecher nicht davon level. Das ist das Einzige, was man eigentlich im Hinterkopf behalten muss. Man darf maximal 19 Level über den Leechern sein. Also mein Main Character dürfte jetzt maximal Level 20 werden. Sobald, da hat einer einen DC, nice. Sobald einer dieser Character über die 19 Level hinaus quasi verschwindet, also zum Beispiel mein Main Character, ich mache jetzt mal hier ein bisschen was, ich glaube, die werden wegen Inaktivität gekickt, weil es sind alles Gast-Character tatsächlich. Aber egal, es ist nur eine Demonstration gewesen hier, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Man darf maximal 19 Level höher sein. Sobald man 20 Level höher ist, kriegen alle Character, die 20 Level niedriger sind, keine XP mehr. Das darf man nie vergessen. Das heißt, wenn möglich, habe ich direkt am Anfang eine Party auf Schaden. Ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr das am Anfang habt. Ihr müsst die Party wahrscheinlich erst auf Level 10 leveln, weil ihr werdet eigentlich den gesamten Spielverlauf immer nur eure eigene Party haben und selten bzw. niemals in eine andere Party joinen, weil ihr seid ja mit 8 Charaktern unterwegs. Wie wollt ihr da in eine andere Party joinen? Ihr füllt eine ganze Party. Ihr könnt gar nicht in eine andere Party joinen. Ihr könnt immer nur mit euch selbst Party machen im Endeffekt. Außer vielleicht für Quests oder für Giants mal, für Dungeons meine ich, für irgendwie sowas. Da kann man natürlich auch immer mit anderen Leuten zusammenspielen, keine Frage. Aber jetzt zum reinen Leveln wäre man quasi immer für sich in seiner eigenen Party. Und ich würde, wie gesagt, direkt am Anfang schon Party auf Schaden stellen. Und der einfache Grund dafür ist, Vagranten-Gameplay ist extrem langsam. Und wenn ihr die Party auf Level gestellt habt, dann wird die XP von einem Monster durch 8 geteilt. Also ihr tötet quasi ein Monster, wenn ihr es solo tötet zum Beispiel, ihr kriegt 8%. Wenn ich jetzt mit dem Charakter allein ein Monster töte, kriege ich 8%. Nur als Beispiel.
Wenn ich das Monster töte mit 8 Charaktern in der Party auf Level, dann kriege ich 1% mal 8. Dann kriegen alle 8 1%. Die Gesamt-XP ist die gleiche, ändert sich nicht, aber sie wird halt durch 8 geteilt. Und das heißt, ich bräuchte für Level 15 mit Party auf Level, als kompletter Newbie ohne Buffs, ohne Support, ohne Cashen, bis zu 20 Stunden. Theoretisch. Vermutlich wird es ein bisschen schneller gehen, muss man dazu sagen. Aber rein theoretisch, wenn ich jetzt für einen Charakter 2 Stunden bräuchte, als absoluter Newbie ohne alles oder 1,5 Stunden, dann muss ich diese Zeit quasi mal 8 nehmen und dann würde ich das schaffen mit Party auf Level. Also das ist kompletter Schwachsinn. Lieber mache ich die Party, sobald es geht, auf Schaden, Level 1 auf Level 15 und dann noch darüber hinaus. Und dann stelle ich irgendwann die Party auf Level, wenn der Charakter hier, keine Ahnung, Level 25 ist oder sagen wir mal Level 30, alle anderen sind Level 11, dann stelle ich die Party auf Level, ziehe die innerhalb von 1-2 Stunden alle auf 15, dann mache ich mit allen die Jobquest und dann level ich nach diesem Prinzip weiter. Also Main Leveler überlevelt die anderen extrem bis maximal 19 Level und dann ziehe ich sie hinterher. Das macht wesentlich mehr Sinn, garantiere ich euch. Und würde ich von Anfang an nach diesem Prinzip handeln. Die nächste Frage ist, welche Quests sind relevant, vor allem für den Anfang? Also ich betrachte es mal vor allem im Bereich bis Level 15, weil das so der Bereich ist, wo man reinkommt. Flife Universe, bisschen neue Quests, neues System. Und da hilft vor allem diese Website hier. Das ist eine Website, die im Endeffekt das Flife Universe Wiki, flifeipedia.com, nochmal aufgedröselt hat, nur nach den Quests und dann quasi eine Übersicht erstellt hat mit den Quests auf einer Seite. Ich verlinke euch die Seite in der Beschreibung und habe hier mal diesen ersten Teil quasi abgescreenshottet und euch ein bisschen professionell in Paint bearbeitet, wie ihr seht. Ich bin professioneller Paint-Bearbeiter. Hier geht es aber wirklich nur darum, zu zeigen, welche Quests hier kompletter Schwachsinn sind. Also das sind die Pet-Quests, die habe ich mal komplett gestrichen, dass man es gar nicht mehr erkennt. Also hier Pet-Thema, das ist kompletter Schwachsinn, die einfach ignorieren. Welche Quests sind wichtig? Also direkt zu Beginn könnt ihr mal direkt Level 3 machen, indem ihr einfach nur questet. Also alle eure Charakter einfach Level 3 und ihr kriegt dadurch sogar relativ viel Penya, weil diese Belohnungen hier, die Penya-Belohnungen vor allem, die kriegt ihr dann mal 8. Das ist dann gar nicht mal so wenig Geld für den Anfänger. Da habt ihr direkt über 100.000 Penya vom The Get-Go. Also das ist schon mal ziemlich nice. Und alle eure Charakter erreichen hier innerhalb dieser Questreihe Level 3. Ohne wirklich was zu machen. Gut, bei der letzten Quest muss man dann tatsächlich irgendwie Mushpengs töten oder so. Aber es ist verhältnismäßig extrem wenig Aufwand und ihr seid mit allen Charaktern direkt Level 3 und kriegt, wie gesagt, relativ viel Penya. Und das ist eine Chain-Quest. Chain-Quest bedeutet immer, dass diese Quests zusammenhängen. Also wenn hier Change Starts at Level 1 steht, müsst ihr zurückgehen und gucken, oh, welche Quest ist das? Und in dem Fall ist das hier Louis, der NPC Louis, allgemein Louis. Da geht ihr hin und dann müsst ihr einfach nur immer wieder den Ausrufezeichen bzw. Fragezeichen auf der Karte folgen und dann führt euch das hier quasi so durch diese Questreihe durch. Ist eigentlich ziemlich simpel. Das ist die erste Quest, die man machen muss. Die ist ziemlich nice, die gibt euch extrem viel Penya für den Anfänger, die gibt euch ein bisschen Food für den Start, die gibt euch Refresher für den Start, also sie gibt euch lauter gute Sachen. Ich glaube auch viele Leute kennen diese Quest gar nicht, weil das erste, was man eigentlich direkt hört, oh, ich habe angefangen, ich habe kein Food, ich habe keine Refresher, ich habe kein Penya. Gut, nicht jeder fängt mit 8 Charakteren an, fairerweise. Aber trotzdem, ihr habt ja direkt über 100.000 Penya, das ist GG. Da seid ihr schon mal ganz gut aufgestellt für einen Level 3 Char. Genau. Und dann die nächste relevante Quest. Die Pet-Quests, wie gesagt, die ignorieren wir. Die nächste relevante Quest ist dann bei Loya in Ostflaris auf Level 5. Da müsst ihr Yorn sammeln. Das ist diese klassische Flife-Quest eigentlich. Man geht zu den Lavulf, hebt einfach nur dieses Hündchen auf, dieses Plüschhündchen. Und kriegt 15.000 Penya. Auch hier wieder mal 8 über 100.000 Penya. Auf Level 5. Dann habt ihr schon insgesamt über 200.000 Penya gemacht auf Level 5. Das ist extrem viel Geld für einen Anfänger. Und ihr kriegt sogar noch einen Inventarplatz, bei der anderen Quest übrigens auch. Und danach folgen in Flaris tatsächlich nur noch Questverwaltungsquests, bis auf eine von Sotta. Die Quest von Sotta, die heißt Dori Dori Sushi, das ist eine der schlechtesten und unnötigsten Quests im gesamten Spiel. Ihr werdet hier mit 20% belohnt auf Level 10. Ihr müsst allerdings unverhältnismäßig viele Monster töten. Wenn ihr Pech habt, also die Quest ist auch vom Glück abhängig, wenn ihr Pech habt, müsst ihr da über 50, wenn nicht sogar 100 Monster töten für 20%. Das ist komplette Zeitverschwendung. Ihr kriegt keine Penya-Belohnung und 5-mal Dori Dori Sushi ist ein absoluter Troll. Also das ist eine der schlechtesten Quests im Spiel, die würde ich niemals in meinem Leben machen und die gibt auch keinen Inventarplatz. Die Quest einfach ignorieren. Der NPC davon steht direkt neben Loya, einfach ignorieren, nicht annehmen, nicht machen. Die anderen Quests sind alle von der Questverwaltung, wie ihr seht. Mikiel, 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 das ist die Questverwaltung in Flaris. Diese Quests könnt ihr optional nebenbei machen.
Würde ich euch aber nicht unbedingt empfehlen, weil die Quest Items alle zusammen werdet ihr wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und hier zum Beispiel Unknown Situation, da muss man Quest Items vom Boden aufheben. Die liegen zum Beispiel bei den Banks in der Nähe rum, einfach random auf dem Boden. Also ihr könnt die Quests annehmen, wenn ihr eh in Flares mal seid, könnt die Items sammeln. Aber ihr müsst halt überlegen, theoretisch müsstet ihr die Quest Items mal 8 sammeln, wenn ihr es mit jedem Charakter machen wollt. Die Penya-Belohnungen sind verhältnismäßig schlecht, wenn man es mit den anderen Quests vergleicht. Also hier kriegt ihr ja 15.000 nur für ein Item sammeln. Hier müsst ihr mehrere Items sammeln und kriegt nur 3.000 bis 4.000. Und die XP sind nicht schlecht, aber ja, würde ich nicht unbedingt machen. Also ich würde mich, wenn dann, auf die höheren Quests fokussieren. Also zum Beispiel hier die Demian-Quest-Items, die Doridoma-Quest-Items und die LaWolf-Quest-Items. Bei den Monstern ist man dann schon ein kleines bisschen länger, vor allem, wenn man die Party noch auf Level gestellt hat. Dann ja, aber diese Quests sind quasi optional, deswegen hier nur ein halber Strich, kein X. Also sind nicht so wichtig, könnt ihr machen, wenn ihr die Quest-Items eh mitnehmen könnt. Also müsst ihr halt selber schauen, hängt ja auch von Glück ab. Also manchmal tötet man 5 Monster und kriegt legit 5 Quest-Items. Manchmal tötet man 20 Monster und kriegt 3 oder 1 oder keins. Also ist natürlich auch ein bisschen von Glück abhängig, ob man die Quest-Items zusammenbekommt oder nicht. Mit dem Main-Character, wenn ihr die habt, auf jeden Fall. Mit allen 8 Charaktern die Quest-Items, das wird sowieso wahrscheinlich nicht funktionieren. Vermutlich nicht. Ja, und dann ist es so, ab Level 15... ein wichtiger Hinweis, das ist vorher wie gesagt nicht so relevant, weil es ja eigentlich fast nur Questverwaltungsquests gibt, die vom, wie gesagt, einfach vom Arbeitsaufwand für 8 Charakter zu viel sind. Die solltet ihr wie gesagt eher nur mit dem Main Character vermutlich anpeilen, weil ihr es nicht schaffen werdet, so viele Quest-Items zu sammeln. Und dann ist es tatsächlich so, ab Level 15 gibt es dann ganz viele Chain-Quests, ja, seht ihr hier schon die Reonan-Quest-Reihe, das ist eine der wichtigsten im Spiel, die müsst ihr auf jeden Fall unbedingt machen. Hier aber ein wichtiger Hinweis. Einer der Vorteile, oder einer der Gründe, warum sich das lohnt, meiner persönlichen Meinung nach, mit 8 Charaktern zeitgleich zu spielen, ist, dass wenn ihr zum Beispiel questet, ihr allen Questfortschritt, alle Questaufgaben im Endeffekt nur einmal erledigen müsst. Also vor allem questspezifische Items, wie zum Beispiel, töte Garbage Spider und hol mir meinen Ring zurück. Das kann bis zu 20, 30 Monster dauern, bis man diesen Ring droppt. Das müsst ihr in der Theorie, wenn ihr mit 8 Charaktern irgendwann mal gespielt habt, musstet ihr diese Quest 8-mal machen. Und das heißt, ihr musstet nicht 20 Monster töten, sondern ihr musstet 160 Monster töten im Schnitt. Und bei anderen Quests das gleiche. Das heißt, ihr müsst die Quest immer 8-mal einzeln betrachten. Wenn ihr jetzt aber mit 8 Charaktern zeitgleich spielt, dann könnt ihr die Quest annehmen, wenn alle Charakter in der gleichen Party und in der Nähe sind voneinander. Dann könnt ihr die Quest einmal machen, das heißt, ihr tötet diese 20 Garbage Spider aus dem Beispiel, droppt den Ring. Und dann droppt ihr den Ring nicht einmal, sondern ihr droppt ihn 8-mal. Das ist Party-Quest-Sharing. Und das gleiche geht auch für Monster-Kills. Das funktioniert nur bei Job-Change-Quests nicht, ansonsten funktioniert es bei jeder Art von Quest. Und natürlich bei Quest-Verwaltungs-Quests, wo ihr Quest-Items sammeln müsst, also zum Beispiel bring mir 8-mal Chupim oder so. Das funktioniert natürlich auch nicht, weil ihr braucht ja dann 8x8 Chupim, logischerweise, weil die Quests werden natürlich einzeln betrachtet. Aber bei allen Szenario, Story-Quests, Chain-Quests, töte dieses Monster-Quest, da funktioniert das jedes Mal. Das heißt, ihr spart euch jedes Mal den achtfachen Aufwand und kriegt ja aber trotzdem die gleiche Belohnung. Das heißt, selbst wenn ihr nur einen Charakter spielt als aktiven Main, könnt ihr alle Belohnungen, die ihr bekommt, vor allem das Penya, aber auch seelengebundene Projects, seelengebundene Power Dice und so, könnt ihr alles für den einen Charakter sein Equipment verwenden und so weiter und so fort für den Fortschritt des einen Charakters. Zieht zeitgleich alle Charakter hinterher, habt dann High-Level Ringmaster, habt High-Level Blade, wenn ihr mal drauf Lust habt, habt einen High-Level Jester und so weiter. Und ihr spart euch damit extrem viel Zeit. Natürlich an anderen Aspekten dauert es deutlich länger. Also ich will nicht sagen, dass sich das wirklich so extrem lohnt. Das ist einfach nur meine persönliche Sicht. Also ich persönlich finde, das ist einfach ein richtig angenehmer Weg, das Spiel zu spielen, weil vor allem Quests, wer will die gleiche Quest 8-mal machen? Aber im Endeffekt muss man die Quests machen, weil man bekommt sowas wie Inventarplätze. Also man bekommt ultra wichtige Sachen durch Quests, auf die man eigentlich nicht verzichten will. Und im Laufe des Spiels wird jeder mal Lust haben, eine andere Klasse zu spielen. Aber nicht jeder hat unbedingt Lust, und dazu gehöre ich halt auch, jedes Mal nochmal den kompletten Low-Level-Prozess durchzulaufen. Und vor allem auf die Quests hat keiner so oft Bock, oder die meisten Leute haben nicht so oft Bock, alle Quests nochmal zu machen. Und genau das ist halt der Grund, warum dieses 8-mal, klar, du musst die Quest trotzdem 8-mal machen, effektiv gesehen, also durch jeden Dialog 8-mal klicken und überall hinfliegen und so, aber du machst es halt zeitgleich mit 8. Und das heißt, du hast diese Quest einmal, erledigst sie 8-mal auf einmal und dann ist sie weg. Dann hast du alle Charakter mal auf diesem Level,
oder mal auf einem höheren Level und dann ist die Quest einfach abgehakt und du musst sie theoretisch nie wieder machen, außer du machst sie aus irgendeinem Grund nochmal einen zweiten Blade oder einen zweiten Ringmaster oder so oder irgendwie so in der Art. Und das ist im Endeffekt mein Tipp. Und das heißt, ich würde euch wie gesagt empfehlen, wenn ihr zum Beispiel mit dem Main Character vorlevelt, wie ich es am Anfang gesagt habe, wie ich es persönlich auch machen würde, dann dürft ihr mit dem die Quest natürlich nicht machen. Wie ich es schon gesagt habe, ihr könnt die Quest immer nachholen. Das heißt, euer Main Character profitiert von Quests vor allem XP-technisch am wenigsten. Das ist ein bisschen blöd, das ist ein bisschen eine mentale Blockade, die man ein bisschen überwinden muss. Muss ich ehrlich auch zugeben, das tut weh. Wenn man sieht, hier zum Beispiel die Quest auf Level 13 gibt 35% und den macht ihr dann auf Level, also es ist nur ein Beispiel, und den macht ihr dann auf Level 35. Und dann bekommt euer Main Character 0,5 oder so, aber alle eure anderen Charakter kriegen ja die 35. Das heißt, ihr kriegt trotzdem 7 mal die 35 und das heißt, insgesamt verzichtet ihr halt einmal auf die etwas höheren XP, meistens deutlich höher, aber egal. Aber kriegt ja trotzdem effektiv die gleichen Belohnungen, also vor allem die Item-Belohnungen, Inventarplatz-Belohnungen, Penya-Belohnungen und so weiter und so fort, die sind immer gleich. Und ihr erspart euch halt mit den Low-Level-Chars den Struggle, weil viele Quests sind wirklich auch relativ schwierig als Anfänger. Es gibt zum Beispiel eine Quest, da muss man Giant Drangphoma töten, im Level 50er-Bereich. Und der ist echt gar nicht mal so einfach. Also je nachdem, welche Klasse man spielt und so weiter, kann das durchaus eine ganz schöne Challenge sein, wenn man die wirklich auf dem richtigen Level macht. Und wenn ihr da aber mit eurem 65er Elementor kommt, dann klatscht ihr den Drangphoma an die Seite, an die Wand, in ein paar Sekunden. Das, was ihr mit euren Leechern niemals schaffen würdet zum Beispiel. Also es hat auch wirklich viele Vorteile, dieses Prinzip. Und solange das noch so ist, würde ich es persönlich auf jeden Fall ausnutzen. Und dann zeige ich euch nochmal meine anfängliche XP-Liste, die ich mal erstellt habe. Da habe ich auch ein Video, mein ultimativer XP-Guide für FLiFE Universe. Und das ist eigentlich auch noch ziemlich aktuell. Hier stehen auch die Quests drinnen nochmal. Hier Loscha in Ostflaris annehmen, das ist quasi die Quest-Chain. Und dann haben wir nochmal die Level-5-Quests. Und dann habe ich hier tatsächlich die Quest-Verwaltungs-Quests aufgelistet. Sind nicht unbedingt so wichtig, wie gesagt, im Low-Level, also mit dem Main-Character ja. Wenn ihr genug Quest-Items habt, könntet ihr sie auch mit allen machen. Aber es macht zum Beispiel keinen wirklichen Sinn, sie dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel 6-mal Piki-Rind bekommt, macht es verhältnismäßig wenig Sinn, die Quest auf einem Charakter abzugeben und auf den 6 anderen, also auf einem Leecher abzugeben und auf den 6 anderen Leecher nicht, weil der eine Leecher ist dann quasi vor den anderen Leechern. Also, ja, ist so ein bisschen schwierig. Also ich würde schon immer probieren, dass die möglichst auf dem gleichen Level sind, die Leecher. Wird nicht für immer funktionieren, wenn mal einer stirbt oder so, oder wenn man mal einen vergisst, oder wenn einer mal einen DC hat oder so. Die XP werden sich im Laufe des Spiels definitiv nicht auf dem gleichen Niveau befinden. Ja, da würde ich dann auch nicht paniken und die alle umbringen, solange bis sie alle wieder gleich viel XP haben oder so. Das auf keinen Fall. Also es ist nicht so schlimm, wenn einer mal ein kleines bisschen Vorsprung hat vor den anderen. Das spielt im Endeffekt keine wirkliche Rolle. Aber ja, ich würde es nicht direkt am Anfang schon damit anfangen, die komplett auf unterschiedlichen Leveln zu haben, weil es kann halt später dann einfach ein bisschen nervig sein. Aber ja, ist jetzt kein Weltuntergang, wenn man es macht. Ich würde mich halt so entweder aufstellen, dass ich direkt so zu Monstern gehe, dass ich die Chance habe, wirklich die 8-mal, also ich meine, es sind ja nur 24 im Endeffekt, also das kann man durchaus schaffen, 24 Teddybears zu droppen, vor allem, wenn die Party am Anfang noch auf Level gestellt ist. Aber die Quest-Verwaltungs-Quests, wie gesagt, sind jetzt keine oberste Priorität. Das sind die Monster, die auf dem jeweiligen Level die meiste XP geben. Das heißt, auf Level 2 Captain Mushpeng, auf Level 6 Captain Borodeng, auf Level 10 Captain Demian und so weiter und so fort. Müsst ihr halt gucken, wie es aussieht, je nachdem. Auch wie euer Equipment aufgestellt ist und so weiter und so fort. Wo levelt ihr gerne? Welche Quest-Items habt ihr schon? Welche wollt ihr noch? Oder wollt ihr überhaupt Quest-Items Quests machen? Ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig. Also das hier ist wirklich nur eine reine Empfehlung. Vor allem für Leute, die gar keinen Plan haben, was sie machen sollen. Ansonsten, ja, müsst ihr euch da jetzt nicht hundertprozentig dran halten. Ist nur eine Empfehlung für Leute, die vielleicht auch schon lange raus sind und gar keinen Plan haben. Wie gesagt. Und das ist es eigentlich auch schon. Also wie gesagt, das Prinzip mit den Quests, das zieht sich bis ins High-Level durch, bis zum Ende des Spiels. Also immer die Quests mit dem Main-Character aufsparen und warten, bis die Leecher alle auf dem gleichen Level sind von der Quest und erst dann die Quest frühestens machen. Das heißt zum Beispiel, Quest ist für Level 15, Main-Char ist Level 15, nimmt die Quest nicht an, beziehungsweise nimmt sie vielleicht an, aber macht sie nicht. Ich würde sie erst gar nicht annehmen, ehrlich gesagt, weil dann kommt ihr nicht in Versuchung oder macht sie nicht aus Versehen. Nehmt die Quest gar nicht an, levelt weiter, wenn alle Leecher Level 15 sind, dann macht ihr die Quest. Und
Wie gesagt, Party immer auf Schaden. Sobald die Leecher 19 Level unter euch sind, müsst ihr natürlich aufpassen, wenn die mal unterschiedlich viel XP haben, dass ihr dann nicht irgendwie durcheinander kommt. Also ihr müsst immer, wie gesagt, gucken, was ist der niedrigste. Wer sich ganz unsicher ist, vor allem im Low Level, kann man es auch mit 18 Level zur Sicherheit machen. Nicht, dass man doch mal was übersieht bei einem Char, der irgendwie doch hinterherhinkt oder so und dann knapp rausfällt oder so. Also da kann man es auch mit 18 Level machen, also es muss jetzt nicht steif diese 19 Level sein. Aber immer schön aufpassen, dass man nicht davon levelt, aber zeitgleich will man natürlich trotzdem weit über den Leechern sein, weil dann tötet man viel höhere Monster und kann die Leecher so deutlich schneller leveln, wenn man die Party dann eben auf Level stellt, bei den 18 oder 19 Level Differenz. Und das ist eigentlich alles, was es so zu wissen gibt. Ich habe auch zahlreiche Streams von meinem Elementor, also müsst ihr auf meinem YouTube-Kanal eigentlich einfach nur nach Elementor suchen. In meiner Livestream-Playlist habe ich unzählige Streams, also auch wo ich mit meinen Charaktern dann Level 60 erreiche und so. Ich habe das halt leider nicht mit 8 Charaktern gemacht, weil ich habe halt am Anfang mit 2 Charaktern gestartet, so wie man es klassisch macht, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Der klassische Start, also nicht mein persönlicher Startguide oder Startempfehlung, sondern die klassische Empfehlung. Also mit einem Main Character plus Ringmaster, so wie es der absolute Durchschnittsspieler spielt. Aber ich bin halt jetzt von diesem System ein bisschen abgewichen, weil ich das so einfach persönlich besser finde. Aber muss man nicht machen. Also wer halt lieber das klassische System fährt mit einem Main Character und einem Ringmaster, kann das auf jeden Fall machen. Habe ich auch so gemacht am Anfang. Muss halt jeder für sich entscheiden. Und damit hoffe ich, habe ich die meisten Fragen beantwortet. Wenn ihr noch Fragen zu diesem System habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich probiere sie zu beantworten. Und ich würde mich auf jeden Fall riesig über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten FLIVE Universe Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.